Herzlich willkommen zum Meinl VIP Talk hier aus der Stechert VIP Lounge nach dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt, das leider mit 0:1 verloren ging. Soltan Stiebe hat sich kurz Zeit genommen für uns, steht uns noch Rede und Antwort. Erstmal Dankeschön dafür und ja, ich glaube, wir haben uns das alle heute ein bisschen anders vorgestellt, dachten wir sitzen hier mit einem anderen Ergebnis im Rücken. Was ist heute schiefgelaufen? Was hat nicht so funktioniert? Ja klar, also wir haben auch vorgenommen haben, dass wir heute ein gutes Spiel machen und wieder 3 Punkte holen zu Hause. Leider haben wir keinen Zugriff bekommen zu Ingolstadt in die erste Halbzeit im Mittelfeld und deswegen müssen wir auch unser System umstellen zu 4-4-2. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir paar gute Möglichkeiten gehabt. Natürlich, das ist immer schwer, wenn du 1-0 hinterlegst und musst du halt alles probieren und alles geben. Leider haben wir kein Tor gemacht und insgesamt ein schlechtes Spiel gemacht. Hat euch das frühe Gegentor nach 9 Minuten, fiel das 0:1, hat das die Mannschaft auch so ein bisschen in Schockstarre versetzt? Von außen hat man so ein bisschen den Eindruck bekommen können. Ja, sicher, das ist immer ein Rückschlag, wenn man so früh ein Tor bekommt. Das war heute auch so. Leider könnten wir diese 1-0 nicht drehen. Ja, aber das ist schon vorbei. Müssen wir einfach für nächste Woche konzentrieren und hoffentlich in Aue wieder 3 Punkte zu holen. Du sagst es, nächste Woche geht's zum FC Erzgebirge Aue. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit. Was passiert in der Woche? Wie kann man sich auf das Spiel vorbereiten, damit man da mit einem anderen Ergebnis nach Hause kommt? Ja, ich glaube, erstmal werden wir das heutige Spiel analysieren. Das ist auf jeden Fall der Plan für die nächsten paar Tage. Also vielleicht sogar morgen. Mhm. Und dann müssen wir einfach unsere Stärke wieder rausrufen, sozusagen. Einfach wieder offensiv Fußball zu spielen. War heute irgendwie hat nicht so gut gepasst und ja, ich hoffe, dass nächste Woche schon anders wird. Ne? Das hoffen wir auch, Soltan. Wir drücken dir die Daumen, wir drücken natürlich der ganzen Mannschaft die Daumen, dass die Tore fallen und die Punkte mit nach Fürth kommen. So, und für alle Autogrammjäger, Soltan Stieber nimmt sich auch noch kurz Zeit, schreibt ein paar Autogramme. Wer möchte, gern bei uns hier vorne vorbeikommen. Er beißt nicht. Ansonsten schönen Freitagabend noch und guten Nachhauseweg.